Ja, hier haben wir das Mal aufgehört. Das letzte Mal haben wir Kalida erweckt. Das Erwachen der Kalida. Ja, und jetzt sind wir hier gelandet. Da hinten sehen wir das Schloss von Corona schon endlich. Ja, und hier ist ein Tor, was wir hier irgendwie öffnen können. Vermute, dass der Schädel dann so irgendwie übereinander sein muss, dass der für den Zuschauer hier ersichtlich ist. Ich vermute, das ist eher, wenn wir hier drauf stehen. Dann können wir Spot irgendwie. Na Spot, willst du vielleicht noch ein paar Steine essen? Viel Spaß. Ein Podest. Nichts. Was ist das? Noch ein geheimer Mechanismus? Himmel, wie ich diese Dinge hasse. Tatsächlich. Was haben wir denn da? Noch ein geheimer Mechanismus? Himmel, ich fürchte, da muss das Skelett aber. Stimmen. Gut ist, wenn wir irgendwo hier stehen. Naja, fast. Was ist da? Noch ein geheimer Mechanismus, wie ich diese. Nichts. Können wir die Steine irgendwo einsetzen? Genau, das wird die Erbauer dieser massiven Metalltür sicher beeindrucken. Oh, da kommt ein kleiner Clown mit einem Stein. Wir sollten ihn besser schleunigst öffnen, bevor er noch einen Kratzer in die Tür macht. Ich dachte ja nur. Nein, der Stein ist nicht schwer genug, um das Podest unten zu halten. Tja, wie wär's mit ihm hier? Alles muss man alleine machen. Ja, ist nicht schwer genug. Alles muss man alleine machen. Oder weigert sich. Ich habe Laternen. Nein, ich bin allergisch gegen Lampions. Es ist zwar psychosomatisch, aber darum ist es trotzdem eine echte Krankheit. Wenn du meinst. Mist, verfluchte Asthmalunge. Nett, wenn man Lampions mag. Und wieder stehe ich vor verschlossenen Türen. Und statt einem Schloss gibt es nur dieses Bild von einem Totenschädel. Das hat bestimmt nichts Gutes zu bedeuten. Vielleicht lassen sie einen nur hinein, wenn man jemanden umgebracht hat oder selbst tot ist. Tja. Nichts. Du kannst da draufstellen. Nichts. Okay, der Schädel ist wahrscheinlich so noch nicht richtig. Na, so ist er jetzt ganz falsch. Wir haben da ein paar Hebel. Nichts passiert.
Okay. Nichts. Ein seltsames Rätsel. Ich glaube nicht, dass es irgendwer sieht, wenn ich winke. Corona steht nur noch auf einer dünnen Felsnadel. Es scheint keinen Weg hinaufzuführen. Wie soll ich da bloß jemals hinkommen? Tja. Ich glaube nicht, dass es irgendwer hört, wenn ich rufe. Hier gibt's nicht viel zu tun, außer dieses eine Rätsel hier. Können wir den Stein hier hineintun? Nee, können wir nicht. Ein Hebel damit umwalzen. Eine Laterne. Nein, ich bin allergisch gegen Lampions. Es ist zwar psychosomatisch, aber darum ist es trotzdem eine echte Krankheit. Mist, verfluchte Asthma-Lunge. Nett, wenn man Lampions mag. Tja, ich höre mir mal den Entwicklerkommentar an. Hoffentlich spoilert mich Poki nicht zu sehr. Ja, Kalida. Kalida. Die große fleischgewordene Metapher, die halt irgendwie, war auch für euch überraschend, oder? Die ganze Insel ist ein riesiger Vogel. Ja, das ist tatsächlich einer der erhebendsten Augenblicke im Spiel. Ich war immer sauer, dass Carsten entschieden hatte, das auch schon im Trailer zu zeigen. So viel vorwegnimmt. Aber natürlich hat er auch irgendwo recht. Man muss ja natürlich mit dem Schönsten, was man hat, halt irgendwie Werbung machen. Und das war das Schönste, was wir hatten. Stimmt, obwohl die Animation hatten wir uns mal ein bisschen anders vorgestellt, die eben kam, aber ja, passt. Auf jeden Fall hat das auch extrem viel Spaß gemacht, irgendwie was zu entwickeln. Erstmal diese, also ich glaube, bei den Concepts sind es ganz viele Bilder von Kalida auch noch drin. Und sie wirklich erstmal gar nicht sieht, wirklich nur See sieht und dann auch Kalida wirklich unter dem See sieht. Die sollte immer unterschiedlich aussehen. Erst komplett wie ein Vogel, dann komplett wie irgend so ein reptilienartiges Vieh. Und jetzt ist wir haben sie ja nur einmal gesehen. Als aufgewachsen ist. Als aufgewacht ist. Jetzt auch wieder ein wunderschönes Rätsel von Bade. Oh ja. Was das Parallax-Scrolling wirklich schon umsetzt. Ist leider ein bisschen kompliziert geworden, aber ja, danke, Bade. Aber trotzdem sehr, sehr krass, also einfach ein sehr gut überlegtes Rätsel. Nicht ganz physikalisch logisch, aber ja, auf jeden Fall unglaublich interessant. Und er hat ebenfalls so eine kleine Labyrinth-Referenz. Da gibt es nämlich auch so eine Szene, dass das Parallax-Scrolling nutzt. Schön natürlich auch, dass man hier hinten schon Corona, das Schloss des Königs, hinten sieht, so als dass einem das schon mal angeteasert wird. Und es ist übrigens auch ein Screen, der schon fertig war, als wir anfingen, die Geschichte neu zu stricken. Natürlich bis auf einzelne Elemente, die wir jetzt hier für unseren Walkthrough und unsere Geschichte reingesponnen haben. In der alten Version stand ein Bauchladen da. Oh ja. Oder so ein kleines Liedchen, genau. Ja, ich glaube, es war nur ein Tisch, aber auch darauf waren auf jeden Fall viele Sachen versteckt. Und eine komische Figur, die ich hier nicht näher erwähnen möchte. Ist eine Figur. Okay, dann. Setzen wir uns mal an dieses Rätsel hier. Da muss ja irgendwie, das ist ja merkbar, da muss ja ein Schädel draus werden. Ich denke, die stehen ja noch ein bisschen zu weit.
Okay, ich glaube, am Anfang waren die alle vorne hier so. Das war die Ausgangs. Ich habe sie erstmal alle nach hinten bewegt. Frage, es ändert sich da irgendwas an der Tür oder am Pult oder irgendwie. Tut sich da irgendwas verändern? Jetzt ist die Ausgangssituation. Sieht alles noch normal aus. Zurück mal hier rüber. Okay, wir haben jetzt zum Schluss einen riesigen Brocken. Dann haben wir hier scheinbar dahinter so einen halbwegs größeren Brocken. Dann haben wir jetzt zwei so Ärmchen, die so müssen wie Ärmchen aussehen und dann so ein und dann einen so ein Stumpf. 1, 2, 3, 4, 5. Das sind ein Hebel für jedes von den Dingern. Von den Steingebilden. Können wir das jetzt durchnummerieren? 1. Das hier ist, wenn das die 1 ist, dann ist das 1, 2, 3, 4, 5. Dann muss das die 1 auf jeden Fall noch rüber, oder? Da passiert absolut nichts. Oder doch? Ist die 1 verrückt haben? Steht die jetzt weiter hinten oder? Na komm, beweg dich doch mal, Cedric. Ah, okay. Die Nummer 1 steht jetzt standhaft, da bewegt sich jetzt nichts mehr. Habt ihr gesehen, das ist das, wenn wir darüber gehen, bleibt das stabil. Das heißt, wir wollen ja das. Also 1 und 4 sollen sich ja bewegen. Wir brauchen ja noch 1 zu sich auf jeden Fall bewegen. Der soll sich ja auf jeden Fall. Der soll auf jeden Fall mitkommen. Ja, so soll es prinzipiell sein. Also. War 2, oder? Eins, zwei, drei. Und 3 und 5 müssen stehen bleiben, oder? Kommt drauf an, wie man sieht, von welcher Seite. Können das auch 1 und 3 sein? Okay, wie wir sehen, bleibt der schon mal stehen. Welcher bleibt noch stehen? Der soll ja stehen bleiben. Sieht völlig falsch aus. So 5 steht schon mal richtig, da brauchen wir jetzt noch da brauchen wir jetzt noch. Die 5 ist richtig, die soll stehen bleiben. Das ist jetzt hier. Das könnte Nummer 2 sein.
Ja, oder Nummer, ich weiß nicht. Nummer 4. Nehmen wir den hier. Wenn wir jetzt die Beine jetzt haben, jetzt 1, 2 und 2 und 5. Hippie, ich habe es geschafft. Ich habe endlich den Schlund der Hölle geöffnet. Hurra. Ach so, jetzt sieht man es da. Das ist dann jetzt hier. Als da irgendwie was zu bewegt ist, das jetzt so ein Totenschädel geworden ist. Ich habe keine Ahnung, wie das jetzt. Aber ich hab's. Okay, ich hab's geschafft. Hindurch mit uns. Oh, Schreck. Was sind das nur für grausige Flugtiere? Es sieht aus, als würden sie einen Angriff vorbereiten. Und wo sind wir hier gelandet? Hm. Schluck, schluck. Sie haben ein Horn. Es sitzt felsenfest. Was war das nur für ein Tier? Ich glaube, ich möchte es gar nicht wissen. Beeindruckend. Was war das nur für ein Tier? Ich glaube, ich möchte... Hm. Den Schädel. Können wir den mitnehmen? Ich lasse ihm lieber seine letzte Ruhe. Wenn ich tot wäre, würde ich auch nicht wollen, dass jemand mit mir rumhantiert. Ach, nicht? Was haben wir hier? Okay, damit können wir nicht interagieren. Ein Fenster. Ich höre Stimmen. Da scheint eine Art Besprechung im Gange zu sein. Vielleicht kann ich etwas mithören. Barney, komm her! Warum dauert das so lange? Was ist, Boss? Es ist soweit. Der König wird immer schwächer. Die Truppen sollen sich bereithalten. Unsere Geduld wird sich schließlich bezahlt machen. Ja! Unsere Zeit ist endlich gekommen. Zeit? Ha! Rede nicht von Dingen, die du nicht verstehst. Die Welt zerbricht. Alles, was Struktur besaß, wird über kurz oder lang vom Fluss der Zeit hin fortgespült. Was bleibt, ist Staub und Rost. Moder, Schutt und endloser Schmerz. Du sprichst von deinen Wunden, Boss? Es ist die verstreichende Zeit, die mir zu schaffen macht. Sie ist wie Gift für mich. Sie nagt an meinem Fleisch. Sie frisst sich durch mein Blut, so wie sie sich durch das Land frisst, das langsam vor unseren Augen zerfällt. Es ist die Schuld des Königs. Er hätte die Macht, all das aufzuhalten. Aber er ist feige und verkriecht sich in seinen Gemächern. Er wird dafür büßen. So ist es. Ja! Du wirst den König zerquetschen wie eine Nacktschnecke. Du wirst ihn auseinandernehmen und auf den Einzelteilen herumtanzen. Und die Massen werden dir zujubeln. Trampelt stärker! Trampelt stärker! Barney! Und sie werden singen. Askilia! Askilia! Askil! Ach, das ist der König der Askil. Oder was? Und bunte Wimpel. Ja. Barney! Unter meiner Herrschaft wird es nichts zu lachen geben, Gordon. Keine Wimpel, keine Musik. Diese Welt ist ein kaputter Ort. Ein Ort des Verfalls. Ein Ort des Todes. Gesang und Tanz. Pah! Das ist jetzt vorbei. Die letzte Stunde des Königs hat geschlagen. Und nun zurück mit dir auf deinen Posten. Ich will die Truppen inspizieren. Das müssen die Askil sein. Und sie planen einen Angriff auf den König. Wo bin ich da noch wieder reingeraten? Hm. Wo sind wir hier hineingeraten? Das ist die große, alles bedeutende Frage. Ah, okay, geht's wieder raus. Ein Seil. Das können wir bestimmt gebrauchen. Ihr macht mir keine Angst. Hört ihr? Nein, die sind nur dafür da, um mich einzuschüchtern. Und ich darf hinzufügen, sie machen das ganz gut. Aha. Nein, die sind... Und ich darf hin...
Ihr macht mir keine Angst. Hört ihr? Was sind das für merkwürdige Steinplatten? Nein, ich komme nicht ran. Nein, ich komme nicht. Okay, da müssen wir wohl erstmal rein, damit wir da ran. Es scheint eine Art Schlachtplan zu sein. Mehr kann ich von hier oben aus nicht erkennen. Wir werden reinlaufen müssen. Nein, ich komme nicht ran. Das ist ein Schlachtplan. Okay, dann sparen wir uns vielleicht auch den Audiokommentar für später auf, wenn wir hier nochmal rein spazieren werden. Was sind das nur für grausige Flugtiere? Es sieht aus, als würden sie einen Angriff vorbereiten. Da kann ich unmöglich hochklettern, selbst wenn ich wollte. Ich sollte mich lieber nicht bemerkbar machen. Diese Tiere sehen nicht gerade ungefährlich aus. Tja, ich habe noch die Wache. Und dann können wir hier runtergehen. Die Wache würde mich sehen. Okay. Deswegen gehst du jetzt runter zu ihr. Ich komme dem lieber nicht zu nahe. Er sieht ganz schön finster aus. Ich mache ihn lieber nicht auf mich aufmerksam. Er sieht ganz schön finster aus. Du fässt ihn lieber nicht an. Die direkte Konfrontation sollte ich lieber meiden. Da kann ich nur verlieren. Weiter gehe ich lieber nicht. Die Wache würde mich sehen. Aha. Wir müssen die Wache irgendwo mit ablenken. Die direkte Konfrontation sollte ich lieber meiden. Aber der Plan braucht offenbar noch ein wenig mehr. Okay, wir haben einen Faden, ein Seil. Daraus ließe sich vielleicht etwas konstruieren. Ein Seil mit Steinen. Die direkte Konfrontation sollte ich lieber meiden. Aber irgendwie muss ich ihn wohl überwältigen. Der Plan braucht offenbar noch ein wenig mehr Plan. Ein Zaun binden. Und dann zack. Dann verschwinden wir. Dann haben wir's. Schnell verstecken, wenn er hochguckt. Und wir können ziehen. In diesem Moment erschlug der lustige Clown die fremde Kreatur mit einem schweren Stein. So weit ist es schon mit mir gekommen. Hurra! Jetzt haben wir da eine Tür. Einmal hier eine Tür und einmal können wir da rein. Sehr schön. Ich sollte mich lieber nicht bemerkbar machen. Wenn die Askel mich hier erwischen, ziehen sie mir bestimmt die Haut von den Knochen. Ah, okay, das sind also die Askel hinter. Fest verschlossen. Dann können wir nur hier hinein. Aha, da sind wir auch schon im Raum drin. Was ist denn hier los? Oh, wei. Aufwachen! Oh, oh. Was ist passiert? Wer hat dir das angetan? Wir wollten noch erst die Karte untersuchen. Ein Eindringling? In meinem Hauptquartier? Na, warte. Oh, nein. Wer wagt es? Was? Na, wen haben wir denn da? Einen kleinen Schnüffler. Ein was? Ein Schnüffler? Nein, nein, nein. Mein Name ist Sedgwick. Ich bin nur ein Clown. Ein harmloser, kleiner Clown. Weiter nichts. Ist dir klar, wo du dich befindest, kleiner Clown? Ich muss irgendwo falsch abgebogen sein. Falsch abgebogen? In der Tat. Ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht für dich, Sedgwick. Die schlechte zuerst. Ist, du hast einen sehr, sehr dummen Fehler begangen. Und die gute? Die gute Nachricht ist, es war dein letzter Fehler. Barney! Was ist? Was? Bring diesen Eindringling in die Zelle. Ich will mir in Ruhe überlegen, auf welche Weise ich ihn für seine Dummheit bestrafen werde. Im Knast. Oje, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut.
Ja, und die Audiokommentare zu den beiden Räumen haben wir jetzt auch erstmal gelassen. Ein Heuhaufen. Warum liegt hier Heu? So hungrig bin ich dann doch noch nicht. Ha, hier drin etwas Nützliches zu finden wäre buchstäblich wie die Nadel im... Hey, Moment mal. Da war ja tatsächlich eine Nadel in diesem Heuhaufen. Irgendjemand da oben macht sich über mich lustig. Tja, eine Nadel im Heuhaufen gefunden. Ja, sehr schön. Das ist ja wirklich... Da unten ist Wasser, wenn man diese trübe Brühe denn so nennen will. Hilfe? Natürlich nicht. Nein, dieses Gitter hält, was es verspricht. Keine Möglichkeit zur Flucht. Die Zellen zu einem Essenszimmer und ein Schlüsselloch. Draußen scheint es mittlerweile hell zu sein. Das bringt nichts. Ich bekomme nicht einmal die ganze Hand durch. Hey, hallo. Was ist denn da drinnen los? Was willst du, du Narr? Lass mich raus. Ein kühner Wunsch. Was sollte mich denn dazu bewegen, etwas so Törichtes zu tun wie das? Ich bin unschuldig. Ja, die Unschuldigen schmecken immer am besten. So zart. Aha. Es ist ein Fehler, mich hier festzuhalten. Ich muss den Weltuntergang abwenden. Ja, echt. Es wurde mir prophezeit. Ich weiß ja selbst, dass es verrückt klingt. Und unwahrscheinlich. Und erfunden. Weil es sich auch unmöglich beweisen lässt. Und dass es für dich deshalb auch kein Anlass ist, mich hier rauszuholen. Oh. Kluges Kind. Verdammte Schlange. Ich muss mal. Und weiter? Vielleicht willst du mich jetzt irgendwo hinbringen? Auf so eine Art Askil-Klo? Ein Pissoir? Was weiß ich? Wozu Moritz. Denkst du wohl, dass dieser Schacht in deiner Zelle ist? Igitt. Ich könnte doch bei euch mitmachen. Oh, du machst doch bereits bei uns mit. Ich? Ach ja? Mach ich das? Ich meine, als was denn? Denk scharf nach. Wozu könnten wir Askel einen Clown gebrauchen? Ich gebe auf. Ich komme nicht drauf. Kennst du das Sprichwort, einen Clown gefrühstückt haben? Wir haben ein ganz ähnliches Sprichwort. Ja, aber es bedeutet etwas anderes. Egal, lass mich ruhig hier drin verrecken. Was hatten wir auch vor? Ja. Aha. Ich habe Hunger. Du willst etwas zu essen? Nun, hier hast du etwas. Was? Was genau ist das? Doch nicht etwa Spot? Nein! Das sind die Reste der Schimmelsuppe. Ich wollte dich gerade fragen, was mit Spot passiert. Das hier wollte er nicht essen? Er ist offenbar ein echter Gourmet, hä? Du hast keine Vorstellung. Es ist das dritte Mal in dieser Woche, dass er die Hinrichtung eines Kochs angeordnet hat. Ich will mit eurem Anführer reden. Du willst wirklich mit dem Boss reden? Mit dem großen Luko? Ja, ja, das will ich. Ja, aber nicht mit dir. Ein Franzose ist anschaut. Ich will mich beim Koch beschweren. Das steht dir wohl kaum zu. Außerdem ist der Koch im Augenblick nicht auffindbar. Nicht auffindbar? Er hat den Boss verärgert. Ja. Nun versteckt er sich. Eigentlich sollte ich nach ihm suchen. Aber ein gewisser Gefangener will einfach nicht aufhören, Rabatz zu machen.
Du kannst ruhig nach dem Koch suchen gehen. Ich mache auch keinen Ärger mehr. Du verhältst dich ruhig? Versprochen, mhm. Wehe, du gibst auch nur einen einzigen Mucks von dir, solange ich fort bin. Mucks. Was für ein Leichtgläubiger. Durch das Gitter kann ich eine Art Schlucht erkennen. Von diesem Wächter fehlt jede Spur. Ah, ist er also schon abgehauen. Hallo. Von diesem Wächter fehlt jede... Ist schon ein Koch zu gehen. Achtung, um nicht am Gitter zu rütteln. Ach so. Dann mal Holzlöffel und Tablett mit Essen. Okay.